Leute, wenn ihr euch die App Photomax auf dem iPad, iPhone mit mir zusammen anschauen wollt, einfache Wasserzeichen für eure Bilder erstellen, dann bleibt dran und schaut euch das kleine App-Review an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Heute gibt es mal eine kleine kurze App-Vorstellung wieder. Ich habe eine kleine App gefunden, beziehungsweise die Entwickler von der App Photomax sind auf mich zugekommen und haben gesagt: Hör mal, du machst doch hier so ein bisschen auf Video und Foto, YouTube-Gedöns. Möchtest du nicht mal die App testen? Kriegst einen Gutscheincode, einen Gratis-Code, dann kannst du die runterladen. Aber wir erwarten jetzt nichts von dir, dass du irgendwas produzierst oder so oder irgendwelche guten Kritiken äußerst, sondern teste das Ding einfach mal aus. Mach ein Video darüber und gib mal deine Meinung dazu ab. Das habe ich natürlich gerne getan. Die App Photomax gibt es für iOS, also für mein iPhone und mein iPad. Und was macht die App Photomax? Die App Photomax erstellt Wasserzeichen für eure Bilder. Das kann man im Grunde genommen so sehen, man kann Bilder damit beschriften oder halt dezente Wasserzeichen einfügen, wenn man zum Beispiel seine Bilder mehr oder weniger auf den sozialen Medien teilt und die vielleicht ein bisschen urheberrechtlich schützen möchte, dann kann man da sein Logo oder seinen Namen dezent einblenden. Und wie die App funktioniert, wie die ja performt, ob die was ist für euch. Ob die was ist für mich. Ich bin ja jetzt nicht so der Fotograf, aber lad auch das ein oder andere Bild hoch, was auch vielleicht schon mal ganz gelungen ist. Das erfahrt ihr dann im Nachhinein. Jetzt schauen wir uns die App aber erstmal an und dazu gehen wir jetzt mal hier in mein iPad rein, was ich hier am Start habe. Da mache ich eine Bildschirmaufnahme für euch und dann werden wir uns die App mal kurz mit einem kleinen Beispiel, wenn ich ein Bild mal mit einem Wasserzeichen versehe, anschauen und was sie dann noch für Möglichkeiten bietet, ob sie ihr Geld wert ist oder nicht. Bis gleich. So Leute, wir starten mal die Bildschirmaufnahme auf meinem iPad, gehen dann auch mal in den Homescreen rein und gucken uns erstmal die App Photomax im App Store an. Photomax, easily add text und logos, watermarks to your photos, completely customizable text und logomarks. With an intuitive, easy to use interface, easily save your settings as profiles for late use und share photos to Instagram, Facebook, Twitter und E-Mail. Ja, heißt so viel wie, dass man einfach Bilder und Logos bzw. Wasserzeichen einstellen kann, die wunderbar bearbeiten kann und dann auch direkt grundsätzlich in Facebook, Twitter, per E-Mail oder per Instagram teilen kann. Ich öffne dann mal die App. Zack, und da sind wir schon in der App Photomax drin und die sieht jetzt erstmal total unspektakulär aus. Und wir fangen im Grunde genommen damit an, dass ich erstmal von Grund auf einfach mal ein Foto versuche mit einem Wasserzeichen zu versehen. Na, da würde ich sagen, versuche ich mir jetzt mal ein Foto aus, gehe ich mal auf Fotos, dann erscheint meine Library hier und dann gehe ich mal auf ein Bild, das ich so am Samstag, ja, ein schönes Bild, auch nachbearbeitet mit Lumina 4, das ich am Samstag erstellt habe bei einer Wanderung zum Laubach-Wasserfall, Laubachsmühle-Wasserfall. Und ich möchte jetzt einfach hier einen Text einfügen oder ein Logo. Dafür hätte ich jetzt unten links einmal das Textsymbol und das Logosymbol. Wenn ich jetzt auf Logo klicken würde, mache ich mal, dann könnte ich abgespeicherte Logos hier in meiner Fotos-App, hier habe ich mal eins abgespeichert, könnte ich anklicken und hätte das dann so jetzt erstmal mitten im Bild und kann das dann mit Pinch und Zoom verkleinern und könnte das Logo hier unten in die Ecke setzen. So, wobei ich jetzt so ein Logo nicht so gerade dezent für ein Bild finde, aber im Grunde genommen werde ich das jetzt einfach mal abspeichern. Dazu ist der Speichern-Button da. Ich könnte dann auch ganz rechts auf Teilen gehen und das dann direkt auf Instagram hochladen. Das mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal auf Speichern und dann ist das in meiner Camera Roll gespeichert. Gehen wir einfach mal gerade in meine Camera Roll, in meine Fotos-App rein und auf das letzte Bild. Und dann seht ihr, so, da unten ist das Bild mit dem Logo-Wasserzeichen eingefügt.
Das ist mir aber nicht wirklich dezent genug und deswegen gehen wir mal raus und gehen wieder in die Photomax App rein und öffnen dasselbe Foto nochmal. So, was haben wir hier? Oh, da ist es. Öffnen das. Und ich möchte jetzt aber einen dezenten Text einfügen. Und da habe ich dann schon mal was vorbereitet. Also man kann erstmal jetzt einfach hier unten auf Text gehen und kann dann hier seinen Namen Franks Vlogs oder so eingeben und das mit verschiedenen Schriftarten bearbeiten. Mache ich gerade auch einmal. So, haben wir, ist soweit okay. Franks Vlogs möchte ich so als Wasserzeichen haben. Jetzt ist das natürlich viel zu groß. Und ich möchte natürlich eine andere Schriftart haben. So, dann gehen wir hier mal rein. Dann suche ich mir mal eine schöne, schmale Schrift aus. Also gefällt mir das eher weniger. Deswegen gehen wir da nochmal raus. Und deshalb bearbeite ich das nochmal. Ich hätte das Franks Vlogs gerne zusammen so geschrieben. Und zwar Franks Vlogs. Sagen wir mal so, hätte ich es gerne. Und dann, so, ziehe ich es erstmal ein bisschen kleiner. Und jetzt suche ich mir die Schriftart aus, indem ich einfach auf das Logo drauf tippe. Und dann habe ich hier unten die verschiedenen Sachen zum Bearbeiten. Schriftart, Farbe, Transparenz, Schatten, Strich, Löschen. Und ich hätte jetzt erstmal gerne eine etwas schmalere Schriftart. Oder vielleicht sowas. Ja, das sieht doch ganz cool aus. Oder so dezent. Moment, gehen wir mal auf ganz schmale. Vielleicht die Apple-Schriftarten. Hier kann ich so durchscrollen. So, da gehen wir auf Apple. Wo sind wir? So, Apple Gothic. Ja, das ist fast zu wenig. Das hier sieht gut aus. So. Das hätte ich gerne so, Schrift alles eingestellt. Jetzt hätte ich gerne eine Transparenz, die etwa, sagen wir mal, 50% ausmacht. Dafür schiebe ich jetzt hier, sagen wir mal, so 30%, schiebe ich das jetzt so lang. Und ich möchte keine Schatten haben und ich möchte auch keinen Strich haben. Also ganz plain habe ich dann hier mein Logo, das ich jetzt noch schön verkleinern kann durch Pinch und Zoom. Und dann hier unten ganz dezent in die Ecke reinpacken kann. Ich könnte sogar noch, Moment, mache ich jetzt, nochmal draufklicken und könnte jetzt hier noch so ein Copyright-Zeichen direkt oben dran fügen, so ein R, registered. Das sieht dann immer total professionell aus. Und hätte dann hier unten mein Logo. Speichere das in der Kamera Roll ab. Und jetzt kommt was Besonderes. Wenn ich dieses Wasserzeichen so behalten möchte, dann kann ich hier oben links, ganz links in der Ecke draufklicken und kann dieses Profil speichern. So. Und kann dann jederzeit mit diesem Wasserzeichen das Profil nachher aufrufen und kann dann mehrere Bilder mit diesem Logo versehen. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Camera Roll und gucken uns das mal ein bisschen an. Gehen wir mal kurz raus. Camera Roll, letztes Bild. Und das sieht dann doch schon ein bisschen dezenter aus. Ne? Unten kann man natürlich jetzt nach seinem Geschmack alles mehr oder weniger einfügen und ein bisschen ausarbeiten. Und da ist natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gehen wir nochmal in die App rein, um euch mal zu zeigen, wie ich dann mit solchen Profilen arbeite. Ich habe da schon mal ein paar erstellt. Und wenn ich auf Profilen laden gehe, dann kommen hier zum Beispiel Wasserzeichen 1, gehe ich mal drauf, dann seht ihr, da habe ich zum Beispiel dieses kleine Wasserzeichen Franks Vlogs und dazu müsste ich dann im Grunde genommen einfach wieder noch ein Foto aufrufen. Vielleicht das hier, auch am Wasserfall aufgenommen. Und ihr seht, hier unten kann ich es noch ein bisschen verschieben und das ist dann noch ein bisschen dezenter in der Ecke und fällt fast überhaupt nicht auf, unten rechts. Und ich gehe dann auf Speichern und dann ist auch das Wasserzeichen gespeichert. Und hier oben kann ich dann immer schön in die Profile reingehen, Profil laden, Profil speichern. Und da gibt es auch noch ein kleines Tutorial.
Und ja, das war's. Man könnte natürlich die ganze Geschichte auch auf Instagram oder Facebook teilen. Hier ist jetzt zum Beispiel, da könnt ihr auch noch mal genau reingucken. Guck mal, wie schön, ich ziehe das mal ein bisschen größer, wie schön klein das unten in der Ecke ist. Und ja, da würde ich auch sagen, da gehen wir auch aus der App wieder raus. Und da sind wir wieder vor der Kamera. Ja, ich würde sagen, erstmal ist die App total einfach zu bedienen. Sie macht, was sie soll. Sie macht einfach, was sie soll. Man muss nicht mit irgendwelchen Programmen hinhunnörgeln. Es gibt natürlich auch kostenlose Varianten, wie irgendwelche Grafikprogramme wie GIMP oder whatever, was es da alles gibt. Und wenn man aber mal wirklich sich so seine Profile abgespeichert hat, vielleicht auch ein schönes Logo hat und wenn man wirklich Watermarks braucht, ich brauche die grundsätzlich nicht für meine Bilder, aber hier so bei so außergewöhnlichen Bildern, zum Beispiel die Aufnahme mit der Mavic Mini auf die Wolken oder sowas, da würde ich sagen, macht das durchaus Sinn, das Programm. Ich habe es jetzt mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe die 5,49 € habe ich mir gespart. Die Entwickler Bits and Coffee sind auch, glaube ich, bekannt für einige gute Apps. Ich kann die wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und wie gesagt, es gibt ja wirklich Leute, die richtig coole Bilder hochladen. Und dann hat man zumindest mal sein Wasserzeichen drin. Am Ende des Tages war es echt ist es eine coole, kleine, nützliche App. Und für mich ist es halt auch mal jetzt mal wieder ein Video, was mich jetzt in der Arbeit, in der Post-Production jetzt nicht ganz so sehr fordert, wie die Vlogs der letzten Wochen und Tage. Und ja, einfach mal eingestreut an einem Mittwoch, so eine schöne App-Vorstellung wird ab und zu auch mal wieder kommen, damit wir auch schön regelmäßig Content haben. Ich habe natürlich auch wieder ein bisschen Outdoor gevloggt mit der Mavic Mini. Eigentlich wollte ich ein 2.500 Abonnenten-Special machen. Jetzt kann ich fast schon 3.000 Abonnenten-Special machen. Ich habe ja auch hier noch was, ja, ich sag mal so, was abzugeben. Da kommt aber ein spezieller Vlog zu, vielleicht sogar schon am Samstag oder übernächste oder jetzt heute in einer Woche. Schauen wir mal, bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst Likes da, kommentiert, seid ihr Fotografen oder nützt ihr Wasserzeichen, schreibt es in die Kommentare. Fürs iPhone, fürs iPad super gut geeignet. Das war's auch für heute und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hier sehen auf meinem Kanal. Ja? Bitte schön abonnieren, Glocke und so weiter und so fort. Und weiter geht's mit vielleicht interessanten Content für euch. Drohne, Wandern, Community, Apps, Software, Kameras und so weiter und so fort. Hier ist alles vertreten. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein für heute. Bye bye und tschüss. iPad und was macht die App Photomask? Die App Photomask.